Was macht die Aufregung? Du wirkst noch ruhig. Noch ruhig? Ja, ja, ich versuche jetzt zu verstehen, was hier mit meinen Füßen passiert. Lass die einfach machen. Die wissen, was sie tun, die beiden. Die sind vom Fach. Danke nochmal an Flickflack übrigens an der Stelle. Ohne euch wird das hier nicht funktionieren. Sehr gut. So, du bist bereit? Seelisch, bereit. Mental, körperlich? Alles klar, ja. Dann hier auch vielleicht noch festhalten. Let's rock it. Okay. Ach, genau. Handy? Nee, das habe ich gehabt. Bargeld nehme ich. Taschentücher. Dann tue ich mir das. Sehr gut. Die sind so sauber. Einmal keine Sorge. So. Zehn Spitzen nach unten drücken? Ja, okay. Mhm. Okay. Und so rum? Ja, so rum ist, glaube ich, ganz gut. Ne? Alles klar. Ready? Ich bin sehr gespannt. Also, nenne uns drei Bewohner aus Entenhausen. Dagobert Duck, Tick, Trick und Track, Donald Duck. Das waren ja schon vier. Tick, Trick und Track sind ja schon drei. Ja. Was ist eine Primzahl? Eine Primzahl ist eine Zahl, die nicht teilbar ist. Beziehungsweise die nicht durch sich selber, warte mal ganz kurz. Du hast es. Die nicht durch sich selber teilbar ist. Nee, warte mal, die. Du kriegst nicht. Die nur durch sich selber teilbar genau, ist. Genau, so, sorry. So ist richtig. Mathematik. Wann startet die Karnevalssaison? 11.11. Richtig. Über welchen Zaun schrieb Stefan Rapp 2000 einen Maschendrahtzaun. Song? Maschendrahtzaun. Was haben Weihnachten und Silvester eigentlich gemeinsam? Das ist tricky. Weihnachten und Silvester gemeinsam, Dezember. Dezember? Noch was spezifischer? Selber Wochentag. Achso, ja. In welcher deutschen Stadt leben die meisten Menschen? Berlin. Sehr gut. Wie hieß die erste deutsche schwule Dating-Show? Vielleicht Prince Charming? Prince Charming. Kannst du noch? Eine Frage noch. Ja. Okay. Was essen Pesketarier nicht? Fisch. Fleisch! Schade! Achso, okay, ja, gibt's noch was? Komm, 100 Euro noch. Komm. Okay, wie viele Beine haben Spinnen? Der Mann ist richtig zäh. Zählt, 100 Euro, jawohl. Komm, top. So, wie viele Fragen haben wir richtig? 7 Fragen. Patrick, Wahnsinn. Alles klar, 700 Euro, tipptopp. Wie warst du dich? Interessant, weil es ein bisschen komisch, weil man nicht weiß, ob man sich festhalten, weil irgendwie haben die Schuhe jetzt oder quasi die Füße das Gewicht getragen, aber... Du hast auf jeden Fall eine Top-Figur gemacht. Dankeschön. Würdest du uns weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Als Erlebnisattraktion hier. Und außerdem Flickflack. Und ne, gemeinsam was drehen, 1 Euro für jedes Bild, was um 180 Grad gedreht ist. Und Schmatzepuffer, TC Kids. Auch an euch. Vielen Dank. Dankeschön an dich. Tschüss, macht's gut.